Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es bei unserer 4-von-9-Karriere mit dem FC Schalke 04 weiter in der Bundesliga. Zwei Spiele gegen Köln und Stuttgart. Vom Namen müssten wir sie schlagen. Aber wir sehen ja auch, dass Köln sehr, sehr gut spielt. Eine richtig gute Saison spielt auf Platz 5 als Aufsteiger. Respekt davor. Und wir sind aktuell auf Platz 2. Denn wir spielen sonntags Bayern und Dortmund haben schon gespielt. Und wir sehen, Dortmund hat gepatzt. Die haben verloren. Und somit bleiben wir vor denen auf jeden Fall. Können uns mit dem Sieg Platz 1 zurück und das ist sicherlich auch unser Ziel. Unser Ziel heute nach dem Remis gegen Nürnberg, Köln und Stuttgart zu besiegen. Also, heute also gegen den ersten FC Köln. Ja, vom Namen her, wie gesagt, müssten wir sie schlagen. So einfach wird es nicht. Wir sehen viele, viele platte Spieler aufgrund des Champions League Achtelfinals gegen... Ja, war das genau? Ja, wir müssen rotieren. Caligiuri heute mal wieder Rechtsverteidiger, weil Schöpf einfach auf einer anderen Position stärker ist. Das ist einfach statistisch bewiesen, könnte man jetzt sagen. Aber es ist einfach so. Innenverteidigung, Kabak und Stomboli. Links Otschipka, Doppel 6 haben wir dann heute mal. Ja, Fontaine kriegt einen Startelf-Einsatz. Neben ihm Alessandro Schöpf, der ist einfach auf der Position sowas von gut. Matondo rechts, Zehner, Serda links, Steven Skripski und vorne kommt Ahmed Kutucu zurück. Ja, wir müssen einfach. Wir müssen komplett rotieren. Anders funktioniert es einfach in diesen Wochen nicht. Und somit können wir dann noch reingehen in die Partie. Los geht's! Und hier sind wir also erneut in der Felddienst Arena. Und ich denke mal, es ist Wahnsinn. Habt ihr auch schon mitbekommen. Die letzten Folgen nur Heimspiele. Natürlich auch durch Champions League, durch DFB-Pokal. Aber auch in der Liga hatten wir jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Ligaspiele sogar. Ich glaube, es waren 3 in Folge zu Hause. Das ist schon... Puh! Geil, also das ist einfach geil. Man weiß gar nicht mehr, wie es auswärts ist, weil wir jetzt letzten 2, 3 Folgen, glaube ich, immer zu Hause gespielt haben. Aber es macht halt natürlich auch richtig, richtig Bock. Wir auf Platz 2 können auf Platz 1 springen. Köln auf Platz 5 kann auf Platz 4 springen. Also was die für eine Saison spielen mit einem Sieg, kommen wir nochmal an uns ran. Mit 6 Punkten, dann Rückstand. Also, es ist ein Gegner, der richtig, richtig hart werden kann. Bei uns heute reichlich Änderungen. Also es sind nur... 2 Spieler in der ersten Hälfte geblieben mit Nübel und mit Caligiuri, der heute ordentlich beißen muss, wenn er 90 Minuten durchhalten will. Ansonsten ist alles neu. Kabak, Stamboli und Schipka kommen hinten rein. Neue Doppel-6 mit Fontaine und Schöpf. Rechts Matondo, links Gripski auf der 10. Suazerda, die Position passt sehr, sehr gut zu ihm. Und vorne Ahmed Kutucu, zuletzt ja auch getroffen. Also unsere beiden Stürmer, Burgstall und Kutucu, sind richtig, richtig gut drauf. Und Köln muss... ein gutes Team haben, das ist klar, so wie die in diesem Jahr spielen, ist da schon eine ordentliche Qualität mit Timo Horn im Tor, dann eine Fünferkette mit drei Mittelfeldhauptmann, ich war jetzt gerade kurz überrascht in der Verteidigung, habe eigentlich mit einem anderen Spieler gerechnet und vorne dann Quaison und Selke. Ja, da kommt was auf uns zu und wir müssen uns wehren, wir wollen uns wehren, wir wollen das Ding gewinnen und wir haben Anschluss, los geht's hier. Oh, der gefährliche Mann Nübel spielt äußerst gut mit. Und Schöpf schickt Skripski. Oh, der hat einen kleinen Vorsprung da. Steven Skripski. Aber Horn von Kutucu. Der kriegt dann auch einen ab von Ahmed Kutucu und der kriegt auch noch gelb. Ah, Ermahnung hätte auch gereicht. Fontaine raus auf Caligiuri. Gut gespielt. Matondo. Suazerda, Suazerda, starke Aktion! Und die erste wirklich gute Chance für uns. Also sehr, sehr stark, wie er sich da den Ball abgelegt hat. Der Abstoß, ja, hätte natürlich deutlich gefährlicher sein müssen. Schade drum, Davy Selke, Obiang und Katterbach, Sörensen. Davy Selke, Caligiuri, Achtung, das ist sehr gut gespielt. Und Robin Quaison bringt Köln 3 Minuten vor Pausenpfiff in Führung. Durch einen exzellenten Spielzug, oh, das gibt's doch nicht. Wir sind nicht gut drin in der Partie. Eine einzige Chance bislang ist für uns und Köln, ja, bestraft uns dann mit dem 1:0 durch Robin Quaison. Sehr, sehr starker Spielzug. Obiang haben halt Glück gehabt und dann Selke mit Auge. Ja, Nöbel entscheidet sich für die andere Ecke und Quaison schiebt ihn dann souverän ein. Und Köln geht hier somit in Führung.
Und jetzt sind wir natürlich gefordert. Serda. Fontaine raus auf Caligiuri und der nimmt Matondo mit. Und da ist Kutucu abgeblockt. Sonst wäre der vielleicht sogar gut gekommen. Timo Horn mit dem langen Ball. Und Kabak hat den. Caligiuri. Und Kutucu. Pause ist ja also. 0-2-1 liegen wir hinten. Ah, ja, ja. Es fehlt was bei uns im Spiel. Und das ist alleine fast schon die Überzeugung, nach vorne zu spielen. Also irgendwie läuft es noch nicht. Wir wechseln aus, wir bringen Aji White. Nicht für Kutucu. Kutucu ziehen wir auf die 10. Und Serda auf die 8. Und somit geht Fontaine aus der Partie hinaus. Und somit beginnt die zweite Hälfte. Köln hat Anstoß. Weiter geht's hier. Rabi Matondo, Aji White, Schöp. War nicht gut gespielt. Oder nicht gut genug. Selke. Oh, Hauptmann kann einfach so durchmarschieren. Und dann kommt der Lupfer. Und Köln macht das 2-0. Und das ging ja viel zu einfach. Niklas Hauptmann, sehr, sehr auffällig heute, macht ein gutes Spiel. Und hier ist ein Tor. Und jetzt wird es eine Mammutaufgabe für uns. Jetzt wird es eine Mammutaufgabe. Wir sehen was. Hauptmann kriegt den Ball. Stamboli ist bei bei Quaison und dadurch ist die Mitte frei. Hauptmann marschiert durch. Nübel muss rauskommen. Ja, und dann kommt der Lupfer. Und dann führt Köln hier mit 2-0. Das gibt's ja nicht. Meine Güte. Und jetzt ist es ein sehr, sehr dickes Brett, was wir bohren müssen. Caligiuri. Aji White, Aji White! Die erste Chance im zweiten Durchgang. Und Martin verliert die Kugel an Stamboli, Skrebski und Schipka. Aber die sind alle platt wie sonst was. Außer vielleicht noch Aji White. Der müsste ja noch was im Tank haben. Aji White. Gegen zwei Mann. Macht er. Exzellent. Ah, dann ist die Flanke nicht gut. Aber Rahman hat die Kugel. Caligiuri. Caligiuri. Zichos. Und Selke. Ja, läuft Kabak davon. Der ist platt. Davy Selke. Und Stamboli. Ja, wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und Stamboli sah schon beim zweiten Gegentor nicht gut aus. Und hier macht er dann auch noch ein Eigentor. Selke lässt sich feiern. Ja, Kabak kommt nicht hinterher, der hat keine Kraft mehr. Dann kommt die Hereingabe. Stamboli steht eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Kann man unkommentiert dann so stehen lassen, ne? Kann passieren. Tag ist gelaufen, Spiel ist gelaufen. Muss man sich jetzt nicht dran aufhängen, muss man sich nicht drüber aufregen. Und wir probieren es jetzt nochmal mit einem Distanzschuss. Ja, Eckball zumindest nochmal. Vielleicht der dadurch nochmal Gefahr. Eckball Schöpf. Kurz vors Tor gezogen, Horn ist da. Und Rahman. Rahman verliert die Kugel und jetzt noch einmal Köln mit Selke. Uiuiuiuiuiuiui. Davy Selke, bitte nicht hier noch 0-4. Selke. Und Nübel rettet uns von der Blamage. Dann wäre es schon eine Blamage gewesen. 3-0 kann mal schnell passieren, aber 4-0 finde ich ist immer so eine Grenze. Puh. Puh. Terodde, 4-0. Und die Pfiffe werden lauter. Die Pfiffe werden lauter. Nicht so schlimm wie gegen Düsseldorf im echten Leben in der letzten Saison. Aber wir waren ja heute chancenlos. Das muss man ganz klar so sagen. Und Kabak sieht nicht gut aus. Nübel, ja, steht 2 Meter vorm Tor und dadurch ist er chancenlos. Und Köln siegt hier auf jeden Fall verdient. Also wir können uns hier nicht beschweren. Nee. Köln besiegt uns deutlich und sehr, sehr hoch mit 4 zu 0. Und das tut dann schon ordentlich weh. Das
tut richtig weh. Navas ist verdient. Das hat sich Köln verdient. Stambouli mit dem Eigentor, Terodde eingewechselt. Erster Schuss, erstes Tor. Und wir sind untergegangen. Und somit ist Bayern Erster, wir sind Zweiter. Köln springt auf Platz 4 und ist auch nur noch 6 Punkte weg. Also es könnte nochmal ein richtiges Meisterschaftsduell zwischen mehreren Teams werden. Also Bayern, Schalke, Dortmund, vielleicht kann sich jetzt Köln natürlich auch nochmal ranspielen. Und wir, ja, nur diese deutliche Pleite natürlich auch im Torverhältnis etwas abgerutscht. Das Gute war, wir hatten vorher die beste Offensive, sprich unser Torverhältnis war auch nicht das schlechteste. Ah, das war jetzt schon ein Schlag. Also zu Hause gegen Köln so hart unterzugehen. Also das finde ich ist dann schon puh. Ich glaube, das habt ihr jetzt heute schon sehr oft gehört, dieses puh, aber ja, es ist natürlich dann schwierig. Und jetzt wieder voller Fokus irgendwie legen auf das Stuttgart-Spiel. Da wird natürlich eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz stehen. Weil, ja, wir dann wieder auch mehr als 20 fitte Spieler haben. Das war ja jetzt gegen Köln überhaupt nicht der Fall. Und ich hoffe mal, dass wir danach keine englische Woche haben. Gut, haben wir doch. Hertha steht danach an. Aber trotzdem werden wir jetzt heute, ja, zumindest nicht aus dem Vollen schöpfen. Aber so ein bisschen rotieren auf ein paar Positionen. Jetzt auch nicht komplett. Also Burgstaller kommt auf jeden Fall rein. Rechts spielt dann heute Caligiuri. Und ich, ja, Caligiuri sollte da eigentlich hin und so wie Serda würde ich beispielsweise einfach mal drin lassen. Ja gut, der Rest dann auch wieder nicht, ja. Also auf der Bank können wir jetzt heute auf jeden Fall mal ordentlich rotieren, da können wir auch gut durchwechseln. Spieler wie Wright, Fontaine, Khedira bringen. Schöpf können wir natürlich auch nochmal mitnehmen. Und dann können wir auch schon in die Partie hineingehen. Und sind wir also in Stuttgart beim ersten Auswärtsspiel seit lange mal wieder, muss man ja sagen. Und wir wollen gewinnen. Wir sollten auch gewinnen. Klar, Spieltag 25, es sind noch reichlich Spiele zu spielen. Genauer gesagt noch 11 Spiele, aber es wäre wichtig, jetzt auch eine Reaktion zu zeigen nach dieser Pleite gegen Köln, diesem 4:0, wo wir einfach untergegangen sind. Also es war das gerechte Ergebnis, vielleicht ein Tor zu hoch. Aber ansonsten muss man sagen, es ging in Ordnung. Wir waren chancenlos. Offensiv war viel zu wenig mit dabei. Deswegen auch heute sehr, sehr viel Rotation. Wir wollen Stuttgart schlagen. Mit Suazer auf der 10 vielleicht ein bisschen überraschen, aber ich wollte ihn mal gerne drin lassen. Ihm jetzt auch mal wieder eine Chance geben in einer, ja, vielleicht funktionierenderen Mannschaft. Das war jetzt einmal zu viel, aber egal. Zu spielen gegen Stuttgart. Mit Zieler im Tor, Viererkette, dann mit Wan-Bissaka, Kempf, Baumgartl und Sosa. Vierer Mittelfeld mit Maffeo und Kunčus, Askar, Sibau und Ocampos und vorne Donis und Munir El Haddadi. Unsere Aufstellung kennen wir. Somit können wir rein in die Partie. Stuttgart hat Anstoß. Das Spiel, es läuft. Caligiuri. Oh, Serda verpasst den ganz, ganz knapp. Hätte es direkt einmal gefährlich werden können. Jetzt hat Stuttgart hier eine Riesenüberzahl und die erste Riesenchance. Und Donis, ja, kommt da zu leicht an Sané vorbei. Flanke kommt und Munir mit dem Tor. Stuttgart geht in Führung. 20. Spielminute, Munir El Haddadi, der auch mal bei Schalke auf der Liste stand, macht hier das Tor. Wir stehen sehr, sehr hoch. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Und dann kommt Donis an Sané vorbei. Nastasic steht nicht gut und Nübel ist chancenlos. Und somit geht Stuttgart hier mit 1:0 in Front. Und jetzt müssen wir, wie schon gegen Köln, einem Rückstand hinterherlaufen. Serda. Serda, stark gemacht! Eckball. Und Munir nochmal auf Ocampos. Der war nicht im Außen. Pause ist hier also. 0:1 liegen wir hinten. Wir müssen mal wieder am Rückstand hinterherlaufen. Aber uns fehlt einfach aktuell in der Offensive, ja, die Qualität. Und wir wechseln nun aus, wir bringen Skripski, der als Joker zuletzt sehr, sehr stark war für Suazerda. Somit beginnt die zweite Hälfte, wir haben Anstoß. Weiter geht's. Da muss Kenny hinterher. Das ist schon klasse, wie Stuttgart das spielt mit ihren schnellen Spitzen. El Haddadi, Flanke wieder gefährlich. Aber diesmal ist Nübel zum Glück zur Stelle. Askar Sibar
Maffeo, Maffeo! Und Burgstaller, und der schickt... Oh, Ramon, wenn er den besser spielt, haben wir eine richtig gute Chance. Maffeo. Und Philipp Max hat die Kugel. Ramon. Steven Skripski. Burgstaller, Skripski. Herrlich gespielt. Skripski ist durch. Frei vor Ron Robert Zieler und Skripski mit dem Ausgleich. 57. Minute, auch wir können kontern. Und Steven Skripski mit dem 1:1. Burgstaller, super Zuspiel. Skripski, klasse Laufweg. Und dann lässt er sich den nicht nehmen. Schöner Schlenzer da. Und wir sind zurück in der Partie. Skripskis 6. Saisontor schon. Und nun haben wir 30 Minuten Zeit, hier auch noch in Führung zu gehen. Und Munir Ocampos. Achtung! Oh, ist das gut gespielt! Ist das gut gespielt! Und Maffeo bringt Stuttgart erneut in Führung. Da haben wir überhaupt nicht hier aufgepasst. Also Campos. Und dann auf einmal kommt der Ball darüber. Ramon pennt komplett und Maffeo lässt Nübel keine Chance. Und bringt Stuttgart hier erneut in Führung. Burgstaller stark. Caligiuri. Und Askasiba. Sehr gut gespielt. 3:1. Das gibt's doch nicht. Munir Eladadi. Was ist das für ein super Spieler? Und ich würde sagen, wir müssen jetzt nochmal wechseln. Caligiuri ist platt. Und den bringen wir Schöpf. Und dann nochmal Fontaine für Mascarell. Und wenn der reinkommt, der bringt nochmal so eine gewisse Energie mit, die man gebrauchen kann. Weil jetzt brauchen wir eine sehr, sehr gute Schlussphase. Um zumindest vielleicht noch einen Punkt zu holen. Wir brauchen 2 Tore. In gerade mal 20 Minuten. Aber wir sind auch nicht drin in der Partie. Ach, Ramon, der kann nicht mehr. Den kriegt er nie im Leben. Und somit plätschert das hier vor sich hin. Ich habe ja vorher gesagt, vor diesen beiden Partien, Köln und Stuttgart, klingt nicht so spektakulär, müssten wir eigentlich gewinnen. Denkste. Meisterschaft wird jetzt auf jeden Fall sportlich, Nübel, wichtig. Und nochmal Schöpf und jetzt ist das Ding zum Glück zu Ende. Wir verlieren hier gegen Stuttgart verdientermaßen mit 3:1, also gebrauchte Folge. Köln, Riesenpleite, Stuttgart auch wieder offensiver, viel zu wenig dabei. Also es fehlte komplett auch irgendwie der Mut nach vorne, die Spiele, die fehlte. In der nächsten Folge geht es dann weiter gegen Hertha in der Bundesliga. Und da müssen wir gewinnen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das tun werden. Und wir sehen uns genau dort dann auch wieder.